Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin Sebastian, das ist Ben und ihr seid hier auf Tupac VR. Hier gibt es alles rund um das Thema VR, egal ob Gameplay, Hardware, News-Sendung, alles hier am Start. Und ja, falls ihr nichts verpassen wollt, lasst mir doch bitte ein Abo da, Like-Button nicht vergessen und auch gerne mal kommentieren unten, was ihr zum Beispiel über dieses Spiel hier haltet oder was ihr darüber zu sagen habt. Ja, wir spielen heute Stack Defense und Stack Defense ist von einem kleinen deutschen Entwicklerteam. Die sitzen in Hannover und ich glaube, die sind zu dritt und haben dieses Spiel hier entwickelt und oder sind noch dabei, denn es ist ein Early Access Titel und das Ganze gibt's auf itch.io. Und ja, Stack Defense ist eigentlich ja nicht ganz mit Tetris vergleichbar, aber die Blöcke, jeder kennt diese Blöcke aus Tetris und diese Blöcke müssen wir auf einem Tisch stapeln. Und das ist eigentlich das Ziel vom ganzen Spiel. Wir müssen so hoch und so viele Blöcke wie möglich auf diesen Tisch bekommen, bekommen dafür auch Punkte. Und wer am Ende des Spiels am meisten Punkte hat, hat natürlich gewonnen. Maximal 4 Mitspieler gibt's da. Und ich spiele das heute nicht alleine, sondern mit dem Chris Reality. Und wer den Chris noch nicht kennt, unten in der Beschreibung ist der Link. Schaut einfach mal auf seinen Kanal und lasst ihn auch bitte ein Abo da. Auf jeden Fall habe ich mit ihm zusammen gespielt und wir haben noch die Möglichkeit, nicht nur zu stapeln, sondern auch dem Gegner Blöcke wegzuschießen. Wir haben nämlich an der linken Hand haben wir eine Pistole und wir haben auch ein Schutzschild. Und einmal können wir mit der Pistole auf die gegnerischen Blöcke schießen und damit diese zerstören. Und das kann natürlich dann, wenn man schön gestapelt hat, echt übel sein, wenn dann auf einmal alle weggeschossen werden oder alle umkippen, weil unten einer halt weggeschossen wird und das Ganze kippt. Also die Physik zum Stapeln hat echt gut gepasst, meiner Meinung nach. Wir haben jetzt ich habe mit der Valve Index gespielt und die ist noch nicht so wirklich fertig für dieses Spiel. Also die Version dafür ist noch nicht fertig, ist noch in der Testphase. Und wir hatten jetzt das Problem, dass die gegnerischen Schüsse nicht gezählt haben. Also ich konnte auf Chris Blöcke schießen und er auf meine und die wurden nicht zerstört. Das war halt das Blöde jetzt dabei, aber wir hatten trotzdem Spaß, wir haben trotzdem gestapelt und wir wollten halt das Spiel erstmal vorstellen und wie gesagt, es ist noch in der Early Access Phase, das heißt, diese Fehler werden noch alle ausgemerzt und ich bin gespannt, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Wir haben die Möglichkeit, mit der Quest zu spielen, mit PC VR und es gibt auch Crossplay, das heißt, wir können als PC-Spieler mit der Quest spielen und auch andersherum und das mit bis zu 4 Mitspielern, also echt cool. Und mit der Quest hat das auch ganz gut funktioniert. Die Quest-Version habe ich jetzt schon seit, ich glaube, 2 Wochen nicht mehr getestet. Die erste Version, die ich mit dem Patrick von die Zockstube getestet habe, die hatte das Problem, dass wir natürlich die Blöcke abschießen konnten, aber wir konnten die nicht abwehren mit dem Schild. Jetzt war es ein bisschen andersherum. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt bald gefixt wird und wie gesagt, es könnte echt ein witziges Party-Game werden, sage ich mal. Und schauen wir uns einfach mal die itch.io-Seite an. Und hier sind wir schon auf der itch.io-Seite. Das ist Stack Defense. Das Ganze kostet 10 US-Dollar. Also ich glaube, das waren jetzt 10 Euro. Und wir haben hier einmal die APK für die Quest 1 und 2, die wir über Sideload jetzt natürlich draufladen müssen auf die Quest. Und hier haben wir die Stack Defense ZIP-Datei und das ist die Datei, die wir für PC-VR-Games benutzen oder brauchen. Und hier steht schon mal, dass es natürlich noch in der Entwicklungsphase ist, wie ich schon gesagt habe. Und dass einige VR-Headsets noch nicht so ganz getestet wurden. Oculus Rift funktioniert sehr gut, steht hier. HTC Vive ist auch, funktioniert auch sehr gut. Und Valve Index aktuell noch nicht, aber wie gesagt, es funktioniert ganz gut. Außer, dass ich halt die gegnerischen Blöcke nicht abschießen konnte und Chris meine auch nicht. Von daher hat das bisher bis zu diesem Punkt halt gut geklappt und hat halt Spaß gemacht. Und wer das Spiel jetzt gut findet, unterstützt den Entwickler hier auf itch.io. Und das Ganze findet eventuell auch noch auf Steam Platz. Und ich würde sagen, ich rede jetzt nicht so lang herum und zeig euch das Gameplay. Viel Spaß dabei. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Ja, war eine Übungsrunde, ne? Mhm. Der schießt schon, guck mal. Der böse Chris. Ach so. Du musst. Ja, ready. Ready.
set, go! Go! Ey, wieso fliege ich? Jetzt fliege ich mir das weg. Oh Gott. Ja, jetzt ist mir auch weggeflogen hier. Bei mir fliegen die immer weg, die Dinger hier. Ich kann die stapeln, wie ich will. Aber du kannst die echt nachher nochmal umstapeln, ne? Wie du möchtest, quasi. Oh nein, das wird gut. Nee. Ist es denn? Ich will das aufs Viereck draufstellen, da fliege ich zweck. Dann bin ich so blöd dafür. Haust du ab? Nein. Ich komme hier gar nicht hinterher irgendwie. Scheiße. Oh Gott, wie soll ich das denn noch stapeln hier? Dann stell dir das mal vor, das jetzt mit wirklich vier Leuten. Ja. Kommt dann schon? Nee. Glaubst du, ich komme noch mal irgendwie zum Stapeln hier? Glaube nicht. Oh nein! Scheiße. Aber ich komme auch nicht zum Abknallen hier. Ich bin so klein. Nein! 5, 4, 3. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie einen von dir treffe hier. Aber guck mal, das ist doch schön. Gucken wir das mal an. Ja. Manchmal fliegen die ganz leicht weg, die Dinger. Ja, muss man echt aufpassen. So. Ready. Ready. Wieder knien. Set. Go. Gut, jetzt ergibt das auch alles Sinn, ja. Hey, Werde? Hä? Ist das Spawn jetzt weg wieder bei mir? Ja, sieht irgendwie aus, als wir irgendwie Leute dazu bekommen haben, die wir aber jetzt gar nicht sehen. Weil sind zwei Tische bei dir auch erschienen gerade? Ja, dann sind wieder weg. Jedes Mal verpasse ich das hier. Nein. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Yes. Oh nein! Jetzt habe ich es aber umgeschmissen. Nee, ich krieg's gerade auch nicht gelevelt hier. Ich merke schon, wenn ich richtig staub ist, fliegt der ganze Mist dann um. Jetzt hör doch mal auf zu schließen. Och nein. Hör auf zu schießen. Oh Gott. Nein. Oh, jetzt wird... Ich hab aber, du kannst auch nur mit der einen Hand bauen noch. Was willst du denn jetzt bei mir wegschießen? 10! Guck mal, ich versuch's noch. 5, 4, 3, 2, 1, time over! Yes! Guck mal! You win! Ja, hast du 12, okay. Ja, aber guck dir mal, wie ich gestapelt hab hier. Der hängt hier halb drauf. Also. Wenn ich treffen würde, fliegt dann der Würfel komplett weg oder was passiert dann? Ja, weiß ich nicht. Lass uns jetzt mal gleich eine Runde machen, wo wir nicht abwehren. Mal gucken, ob wir die wirklich abschießen können. Mhm. Weil das scheint gerade noch so ein bisschen buggy zu sein. Das ist ja auch noch immer keine fertige Version. Ready, set, go! So, komm.
Dann schießt du mal. Ohne jetzt hier. So, verschwinden die jetzt? Ne. Aber das ist, wenn es Floor ist. Kann natürlich auch gut möglich sein, ne? Können wir probieren? Ja, außer dass die bei dir jetzt hier gerade. Ne, da scheint es immer noch so ein bisschen mit dem Netcode Probleme zu geben. Hat's letztes Mal funktioniert bei dir? Ja, mit der Quest hat es funktioniert, aber wir konnten nicht so gut abwehren. Diesmal können wir besser abwehren, aber die treffen scheinbar auch nicht so wirklich. Oh Gott. Jetzt stapelt der Chris sich hier zum Sieg. Nee. Also scheinbar ist das noch nicht so. Da müssen sie noch ein bisschen dran feilen. Aber ansonsten funktioniert das Stapeln auch echt gut, finde ich. Ist auch gut. Eine schöne Physik dabei. Scheiße. Kacke. Also Stapeln klappt echt gut. Der Turm kann komplett umkippen. Aber das mit dem Schießen, das müssen wir. Das muss noch verbessert werden, definitiv. Kann ich die Rübe werfen? Nee. Okay, das geht. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Oh Gott, jetzt ist er komplett. Yay! Endlich eine Runde. Dann machen wir noch eine Runde und. Eine Runde, dann hören wir auf. Stapeln wir uns hier mal. Also für die erste Version für VR. PC-VR. Ready. Ja, also kommt ja auch definitiv für die Quest raus. Da habe ich es auch schon getestet und funktioniert auch echt gut. Jetzt ist schon wieder verschwunden. Und ist halt, wie gesagt, immer noch eine Early Alpha. Mir fehlt ein bisschen, dass ich das auch mit der rechten Hand bewegen kann. Das, ne? Also manchmal habe ich das Gefühl, ich möchte das machen, aber es geht dann nicht. Das stapel ich mal wirklich so. Wie es sein sollte auch. Aber du kannst auch im Nachhinein die Dinger, die noch stehen, ach scheiße, noch bewegen. Das ist cool. Nein, nein, nein! Oh Gott! Scheiße! Jetzt muss ich nochmal von neu anfangen hier an der Seite. So. Schön, aber selten, oder? Ja, guck mal, das ist so. So, jetzt kommt mein Türmchen. Ja, ich sehe fast nichts mehr. Wird schwieriger gerade. Ja. Aber man kann ja auch hier ein bisschen rumlaufen. Ne? Oh Gott. Ich weiß auch nicht, wohin damit. Nee. Ja gut, das müsste man ein bisschen umdisponieren hier. Ja, jetzt kippt auch hier alles um, Mann! Ja, ist die Gefahr, ne? Dass hier alles... Hier ist nie ganz entschieden. Ne, und besonders wenn du jetzt vorstellst, wenn ich jetzt schieße hier und das wird funktionieren... Dann ist natürlich überhaupt nichts entschieden, ne? 3, 2, 1, time over. 13:15. Ja. Ja, Chris, das kann ein echt witziges Game sein, ne? Find ich. Also, besonders wenn wir hier 4 Leute haben, die gegeneinander zocken. Darf man uns in Zukunft auf jeden Fall mal öfters anschauen hier? Ja, auf jeden Fall beim nächsten Update schauen wir nochmal rein und schauen wir uns mal an, wie das Spiel sich entwickelt hat. Ne? Also bei der Quest-Version konnte ich noch ein bisschen hier hoch und runter fliegen, das geht jetzt hier nicht. Ob das so gewollt ist, muss ich mal mit dem Entwickler abklären. Der kann es natürlich auch unter die Kommentare schreiben, ob das so gewollt ist. Zum
Macht natürlich am meisten Sinn, dass ich hier nicht hoch und runter fliegen kann, weil sonst könnte man ja wirklich stapeln bis zum geht nicht mehr, ne? Stimmt, ja, richtig. Aber cool fände ich, wenn man wirklich auch entscheiden kann, ich habe jetzt gerade hier die Waffe oder ich möchte hier auch ein bisschen mit hin und her stapeln, sag ich mal, ne? Also, dass du beide Hände benutzen kannst zum Stapeln. Nicht genau, dass man auf dem Knopfdruck kurz die Waffe weglegen kann und dann stapeln kann. Oder machst du hier einen Holzstalling so? Weißt du, zack und hast die Hände frei, wieder zack. Man kann natürlich auch hier so einen Modis einbauen, wo man einmal mit Pistolen natürlich hat und einmal komplett ohne, wirklich wie wir gerade gespielt haben, nur zum Stapeln, ne? Wer am besten schnell stapeln kann. Richtig. Ja, Chris. Das war's schon genau. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns bald ein Like und Abo da. Tut natürlich kein weh. Nee, tut kein weh, ein Abo. Schaut beim Chris rein. Unten ist der Link zu seinem Kanal und lasst ihn auf jeden Fall ein Abo da. Und fleißig kommentieren, was sagt ihr zu dem Spiel? Schreibt es in die Kommentare. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.